Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und heute auch eine sehr geile Frage. Und die Frage kommt von Günther. Und Günni möchte wissen, sehr geehrter Herr Kammerer, aus Ihren Blogs habe ich schon sehr viel lernen können. Hier erstmal herzlichen Dank. Zu meinem Anliegen. Ich habe einen Teich mit knapp 20.000 Liter, sehr hohem Koi-Besatz, 28 Koi von 40 bis 85 Zentimeter, wovon 5 Koi ca. 65 bis 85 sind, 2 Koi ca. 40 Zentimeter, der Rest hat ca. 50 bis 60 Zentimeter. Gefiltert wird über einen Trommelfilter, 50% des Wassers läuft danach über einen Patronenfilter und anschließend in die Biokammer mit bewegtem Helix. Die anderen 50% laufen nach dem Trommelfilter direkt in eine weitere Biokammer mit bewegtem Helix. Das Wasser ist immer glasklar, keine Probleme mit Algen, trotz Sonnenlage, beschattet mit Sonnensegel zu 50%. Meine Wasserwerte sind stets top, Nitrit, trotz Fütterung von ca. 1 Kilo Futter täglich, in den Sommermonaten nicht nachweisbar. Einzig der pH-Wert befindet sich immer im Bereich von 8,2 bis 8,4. Alle meine Koi sind Nisai, Sansai und Yonsai, was ich nun bei einigen feststellte, 3 Koi, alle Deutsu, dass bei diesem das Shiro weiß, alle meine Koi sind Nisai, Sansai und Yonsai. Was ich nun bei einigen feststelle, 3 Koi, alle Deutsch, dass bei diesen das Weiß einen leichten Ton bekommen hat, also nicht mehr so rein weiß ist. Ich weiß nicht, ob das mit dem Futter oder einzelnen Zusätzen im Futter zu tun hat. Daher meine Frage, welches Futter würden Sie mir empfehlen, das, wenn so etwas überhaupt möglich ist, positiv auf das Shiro einwirkt, also auf das Weiß einwirkt, beziehungsweise die anderen Farben positiv beeinflussen kann. Mir wäre Schwimmfutter und Sinkfutter recht. Ich würde mich über eine Antwort freuen. Mit freundlichen Grüßen, Günther. Ja, Günther. Also, ich finde es immer toll, auch wenn das Vorlesen etwas länger dauert. Günther hat jetzt einfach mal einen Abriss gegeben über seinen Teich. Jetzt wissen wir erstmal, um was sich's eigentlich dreht. Er hat einen 20.000 Liter Teich, hat einen hohen Besatz mit 28 Koi, füttert am Tag 1 Kilogramm. Und es würde mich interessieren, Sie brauchen mir das nicht schreiben, aber wer von Ihnen oder wem von Ihnen ist aufgefallen, dass da eine Sache drin ist, und da geht es immer wieder ums Plausibilisieren, die irgendwie fast nicht sein kann. Und dabei geht es um einen pH-Wert, 8,2 bis 8,4. Warum kann das nicht sein? Bei diesem hohen Bestand und 1 Kilogramm Futter auf nur 20.000 Liter, da atmen die Koi so viel CO2 ab. Da ist der Aufbrauch der Carbonathärte allein durch die Nitrifikanten. Wir wissen, die Nitrifikanten, die Biofilterbakterien, die reduzieren auch die Carbonathärte. Das ist so groß, das ist so hoch, dass Günther fast schon eine Carbonathärte von weit über 10 haben müsste, bei 25% Wasserwechsel in der Woche, damit der pH-Wert stets so hoch ist. Also alle Anlagen, die ich kenne mit diesen Parametern, haben eigentlich einen pH-Wert deutlich unter 8. Ob jetzt bei 7,5, 7,0, 7,2, 6,8 ist, das lassen wir einfach mal dahingestellt. Das wissen wir nicht, weil wir nicht wissen, wie hoch die Carbonathärte ist. Aber dieser Wert klingt für mich einfach nach falscher Messung. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und mitunter könnte es sein, dass die, aber das ist jetzt nur hypothetisch gesprochen, dass so eine leichte Rotfärbung deiner Haut einfach mit einem viel zu geringen pH-Wert zusammenhängt. Wobei, und hier auch wieder plausibilisieren, dann sehen wir aber mal, wie komplex das ganze Thema ist, wäre der pH-Wert jetzt wirklich in dem unteren Bereich, dass sich schon die Haut der Koi aufgrund des Stresses, der durch diesen niedrigen pH-Wert entstehen kann, verfärbt, dann würde sein Filter nicht mehr laufen. Weil wir wissen, dass beim pH-Wert unter 6,5 irgendwann mal die Filterbakterien nicht mehr effektiv arbeiten. Dann gehen sprunghaft, und das ist wirklich häufig sprunghaft, geht der pH-Wert auf 6,5, gehen die Nitritkonzentrationen und Ammoniumkonzentrationen auf 0,5, 0,8, 1,0 und mitunter auch höher. Also der Filter läuft einfach schlecht. Hebt man den pH-Wert dann wieder an, durch Hinzufügen von zum Beispiel Calciumcarbonat, dann braucht es einige Tage und dann sind die Ammonium- und Nitritwerte wieder in Ordnung. Also ich vermute nicht, dass dein pH-Wert jetzt so tief ist, dass die Rotfärbung darauf zurückzuführen ist. Hättest du jetzt aber nicht noch zeitgleich geschrieben, dass deine Ammonium- und Nitritkonzentration stets im Idealbereich sind, dann wäre das schon ein erstes Erklärungsmodell gewesen. So. Ich glaube nicht, auch wenn das auch möglich ist, dass diese Rotfärbung der Haut wirklich bei dir mit irgendwelchen Futterzusätzen zusammenhängt.
Und ich glaube auch nicht, dass es ein Futter gibt, was diese Rotfärbung, die du hast, auf einen farbverstärkenden Effekt eines heute eingesetzten Futters zu tun hat. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendein Futter gibt, das eben gegen diese meistens leicht stressbedingten Rötungen vorgehen kann. Was ich aber weiß, ist, dass es zwei Arten von Keuliebhaben gibt. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Auge, mit dem anderen Sehen zu tun hat oder mit der Fähigkeit mancher der Optimisten immer das Gute und die anderen, die nur das Schlechte sehen, zu tun hat. Aber ich kann an fast jeden Teich hinlaufen und wenn ich eine leichte Rotfärbung der Haut sehen möchte, und du schreibst ja wirklich, es ist eine leichte Rotfärbung, dann kann ich die eigentlich bei jedem Chiro, bei jedem Tancho oder sonst irgendwas sehen. Bei den Tancho witzigerweise, und jetzt sage ich Ihnen mal eins, das ist, seit ich Koi mache, ist das für mich ein absolutes Phänomen. Gott und die Welt erzählt, dass die Tanchos die Stressoren sind, dass die Tanchos rot werden. Sag ich mal eins. Kompletter Quatsch. 100% Quatsch. Und ich erzähle Ihnen das jetzt mal. Warum? Ich würde dieser Theorie stattgeben, wenn die Tanchos eine eigene Blutlinie wären. Irgendwann mal aus vielen anderen Varietäten rausgekreuzt, zack. Und die dann vielleicht etwas diese Veranlagung hätten, roter zu werden, stressanfälliger etc. pp. Zu sein. Aber ein Tancho ist ein ganz normaler Kohaku. Genetisch ein stinknormaler Kohaku. Unter den Nachkommen des rot-weißen Kohaku sind einfach so und so viel Prozent, abhängig von der Blutlinie, die statt einer Körperzeichnung nur diese eine rote Kopfzeichnung haben. Warum zum Teufel soll so ein Zeichnungsmerkmal nachher begünstigen, dass genau diese Koi stressanfälliger sind und eine rotere Haut zeigen als die andere? Ich sage Ihnen, und wer sich mit der Fotografie ein bisschen beschäftigt, mit Weißabgleich, mit diesem ganzen Quatsch, ja, der weiß, dass unser Auge es sich eigentlich immer so hinrichtet, wie es gerade braucht. Ja. Wenn Sie einfach einen Kohaku vor sich haben mit einer großen roten Zeichnung, dann macht Ihr Auge das Weiß-Weiß. Wenn Sie aber plötzlich diese große weiße, nicht metallikfarbene Fläche auf dem Tancho sehen, dann ist Ihr Auge plötzlich in der Lage, da Nuancen zu erkennen, die Sie an einem normalen Kohaku nicht erkennen. Und jetzt glaube ich einfach, gibt es manche Menschen, die anfälliger dafür sind, entweder aus pessimistischen Gründen, aber das soll jetzt nicht negativ gemeint sein, aus pessimistischen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer, dass die in Chiro anschauen und sich anstatt an der Gesamtschönheit zu freuen, sehen die diesen leichten Rotschimmer. Und wenn das wirklich, ich weiß nicht, ob du rosa geschrieben hast oder rot, ist jetzt auch nicht wichtig, wenn das einfach so ein ganz leichter schweinchenrosa Farbton ist, dann ist das weder krankheitsbedingt noch allergisch, noch durch Futterzusätze, noch gibt es da irgendwas, was die weiße Haut dann noch weißer macht. Es gibt Futter, da ist unfassbar viel Vitamin C wird da reingehauen, gerade für Showvorbereitung, damit das Weiß intensiver wirkt, weißer wirkt. Wie das jetzt physiologisch wirkt, weiß ich nicht. Ich lehne es ab, ich mache so einen Scheiß nicht. Wir brauchen nicht den Koi irgendein Vitamin in der Überdosierung geben, nur dass sie dann nachher ein bisschen schöner sind. Ja, das gibt es sicherlich. Aber es gibt kein Futter auf dieser Welt, also keins, was mir bekannt ist, was diese Art von Rotfärbung besser machen würde. Und mit der Unselektivität der Farbverstärker, die wir im normalen Futter drin haben, ist es so, die begünstigen eigentlich nicht so eine rote Haut, sondern so eine rote Haut, sondern diese Farbverstärker, die begünstigen vielmehr, dass eine gelblich veranlagte Haut intensiver gelb wird, aber nicht die rötliche Haut. Die rötliche Haut ist häufig Stress, dass, wenn man die kleinen feinen Äderchen sieht, dass die einfach dann intensiver dargestellt werden, deutlicher dargestellt werden als in anderen Zeiten, wenn kein Stress ist. Aber da würde ich mir wirklich überhaupt keinen Kopf machen. Anders ist es, wenn die weiße Haut plötzlich, und das ist, was Sandra auch immer sagt, wenn es schlagartige Veränderungen gibt. Wenn ein Chiro wirklich schneeweiß war und innerhalb von ein paar Tagen die weiße Haut dann richtig krebsrot wird. Oder beim Tancho Kohaku, beim normalen Kohaku, bei jeder anderen Varietät, wo man das sehen kann. Dann muss man sich da einen Kopf machen. Aber so eine leicht schweinchenrosa Haut, die kann so ein Koi mit über den Winter, über den Sommer, über das Frühjahr, über den Herbst, wann auch immer mit rübernehmen, da sehe ich keinen Handlungsbedarf und wüsste auch wahrlich nicht, was man dagegen tun kann. Also kein Medikament, kein sonst irgendwas. Aber da könnte man Leute an den Teich holen, die einem viele, 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 viele Tipps geben und dann viele Mittelchen dabei haben. Man kippt dann diese Mittelchen rein oder gibt sie übers Futter.
aber wirklich ändern wird es nichts. So, ich hätte dir jetzt gerne in dem Blog genau das Futter, das hier hinter der Wand lagert, von uns angeboten und gesagt, du musst auf dieses Futter umstellen. Ich kann dir nur sagen, unser Futter hat eine ausgewogene Komposition, eine Komposition, die die Gesundheit, die Kondition, das Wachstum und die Schönheit in gleichermaßen fördert, aber keines der angesprochenen Faktoren jetzt übermäßig pusht, weil egal, was ich versuche zu pushen, oder wie Sandra, die morgen im Blog dabei sein wird, immer so schön sagt, die Menge macht das Gift. Also auch vom Besten, auch das Beste kann zum Fluch werden, wenn es zu intensiv angewandt wird. Aber trotzdem, tolle Frage, hat mir gefallen. Die Antwort Ihnen hoffentlich auch. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal und danke für Ihr Interesse. Ciao.